Klartraum. Wichtigstes Material ever. Best of aus dem Seth-Material. Zweiter Teil. Ein absoluter Tipp ist es in Kombination mit diesem neu installierten Seth-Material, sich mal wieder die Anastasia-Kurzgeschichten, die ich als Hörbuch vertont und online gestellt habe, anzuhören. Ich habe damals schon gesagt, das ist der zweite Teil der neuen Bibel. Das ist sehr mächtig, wie da eigentlich das Wissen, das man jetzt bekommt, bereits angewandt, in wunderbaren Geschichten erzählt wird, wie uns die Gaben der Götter gegeben sind und wie wir alles um uns herum formen können. Und Anastasia lebt es bereits und erklärt es in Geschichten, die man auch Kindern, die man wirklich jedem mitgeben kann, welche göttlichen Fähigkeiten in uns stecken. Wie das angewandt aussieht, alle Realität zu verändern und über Träume zu gestalten und dass deine ganze Umgebung mit deinem Bewusstsein eins wird und man Vergangenes, Paralleles, Zukünftiges, dass das ist alles in der Macht deines Selbst liegt, das zu verändern. Und das Material ist eher analytisch, theoretisch und dennoch sehr, sehr wichtig. Und um da eine Flexibilität und Abenteuerlust zu entwickeln, ist das Anastasia-Hörbuch, Anastasia-Kurzgeschichten, ist im Videotext auch nochmal verlinkt, und ebenso auch das Hörbuch zu Surfer der Subuya empfohlen, was auch einfach eine sehr mitreißende Geschichte ist. Und dann noch ein Zwischendrin-Tipp, das ist, was ich in den anderen Hörbüchern auch öfter mal sage, was einfach wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Ich sage immer, es gibt zwei Zauberzutaten. Das eine ist der ultimative Überzeuger, Ayahuasca, diese tiefe in dir Erfahrung. Und das andere ist, in Bezug auf unsere Welt, in der wir leben, Rainbow Gatherings. Zu erleben und zu erfahren, wie Mensch seit Jahrzehnten als Schwarmintelligenz, als perfekt organisierender, als funktionierender, lebendiger Organismus weit weg von allen unseren babylonischen Mustern lebt. Und zwar durchgehend und wirklich als Anlauffläche. Und die Sache bei Rainbow Gatherings ist, dass es die Fähigkeit hat, alle Farben des Regenbogens, alle Sättigungen in dir zu erreichen, die noch gesättigt werden wollen. Bezüglich Liebe, bezüglich Familie und bezüglich schönste Natur abgelegen. Und in Harmonie, in Frieden, ein absoluter Tipp, Klartraum, Hörbuch zu Rainbow Gatherings, der vierte Teil. Genau. Da treffen wir uns auch, ne? See you in 5. Im Wohnzimmer des Main Fire, Sacred Fires. Jawohl. Und jetzt geht's weiter. Da alles gleichzeitig ist, kann deine gegenwärtige Überzeugung deine Vergangenheit verändern. Ob in diesem Leben oder in dem früheren. Existenzen sind mit offenem Ende. Also unbefristet. Nicht wie deine Vorstellung von fortschreitender Zeit und dem daraus resultierenden Glauben an Ursache und Wirkung. Erkenne, dass dies schwierig zu verstehen ist. Doch innerhalb der Fähigkeiten deiner Wesensheit kann dein gegenwärtiger Glaube deine Erfahrung verändern. Du kannst deine reinkarnatorische Vergangenheit auf die gleiche Weise umstrukturieren, wie du die Vergangenheit in diesem gegenwärtigen Leben auch umstrukturieren kannst. Also es gilt auch für alle möglichen Leben, die du je geführt hast und führen wirst. Der Punkt der Macht ist in der Gegenwart. Diese Erfahrung der Gegenwart repräsentiert auch deinen psychischen Prüfstein, in Englisch Touchstone, den Stein, den du berührst. Für all deine anderen Existenzen, da schneidet sich's. Du bist dir bestimmter Ereignisse bewusst. Und unbewusst noch viel mehr bewusst. Was du auf die eine oder andere Weise lernst, in bewusste Form zu bringen. In bewussten Fokus. Das gleiche gilt für all deine anderen Reinkarnationsselbste. Sie sind sich deiner bewussten Erfahrung unbewusst bewusst. So wie du ihrer unbewusst bewusst bist. Du schöpfst aus ihrem Wissen, ebenso wie sie auf deines zugreifen. Und das trifft natürlich auch auf Persönlichkeiten zu, die du als zukünftig betrachten würdest.
Du hast einen gigantischen Pool an Informationen und Erfahrung, auf die du zugreifen kannst. Doch dieser wird gemäß deines derzeitigen bewussten Glaubens genutzt. Wenn du verstehst, dass der Pop der Schalter in der Gegenwart ist, dann hast du ein unerschöpfliches Reich an Fähigkeiten und Energie, das dir zur Verfügung steht. Du musst dich daran erinnern, dass Anfänge und Enden nur Realitäten innerhalb deines eigenen Systems eines dreidimensionalen Lebens sind. Das 17. Jahrhundert, lieber Leser, ist nicht tot. Du folgst einem einzeiligen Muster der Geschichte, das bestimmte Handlungen als Realität verfolgt und sich so vollständig mit ihnen identifiziert, dass dies alles ist, was du wahrnimmst. Andere wahrscheinliche Aktionen treten jedoch auch immer auf und sind genauso gültig wie diejenigen, die du zufällig auswählst und damit erfährst. Deine Reinkarnationen selbst haben ebenso viel wahrscheinliche Leben wie du. Deine Überzeugungen und Handlungen in deiner Gegenwart verändern ihre Erfahrungen, ebenso wie jede von ihnen in ihrer Gegenwart deine verändert. Wenn du alle Reinkarnationen selbst als eine Einheit siehst, dann wird dies ganz natürlich. Jedes Individuum besitzt die Fähigkeiten seiner Entität in latenter, also noch nicht genutzter Form. Im Traumzustand triffst du dich und interagierst mit deinen eigenen reinkarnatorischen Selbsten. Es passiert großer Informationsaustausch mit anderen Teilen deiner Selbst. Du reist während des Träumens aus der dreidimensionalen Welt heraus, als noch unentdeckte, bizarre Veränderungen im Gehirn, während bestimmter Traumzustände. Eine Beschleunigung, die das Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes aus seinem gewöhnlichen Raumzeitkontinuum treibt, in jene andere Wirklichkeiten, aus denen es kommt. Und das ist sehr interessant. Der 7. Traum in einer jeden Nacht ist der wichtigste. In Miniaturform enthält jeder Tag auf seine eigene Art und Weise Hinweise auf all deine simultanen Existenzen. Das gegenwärtige Selbst existiert nicht isoliert. Die Abenteuer deiner simultanen Selbst erscheinen wieder als Spuren in deinem eigenen Bewusstsein, als Ideen oder Tagträume oder unzusammenhängende Bilder, oder manchmal sogar als plötzliche Intuitionen. Sie können herangezogen werden, herausgezogen, um dir zu helfen, aktuelle Probleme zu verstehen. Egal, was deine derzeitige Situation ist, die Antworten liegen in deinen eigenen Inspirationen und Fähigkeiten. Weil deine Vorstellungskraft die Zeit transzendiert, ist sie eine der größten Berührungspunkte mit deiner Identität. Erkenne, dass du auf allen Ebenen, biologisch und psychologisch, mit dieser größeren Identität verbunden bist, die deine eigene ist. Die physische, also materielle Realität, entspringt der Vorstellungskraft, die den Wegen deines Glaubens folgt. Die anderen dimensionalen Informationen erscheinen oft in gewöhnlicher Gestalt durch eine intuitive Ahnung, eine plötzliche Idee oder eine Lösung, die dir bereits eingefallen ist, aber noch nicht umgesetzt wurde. Hier auch Quertipp als Hörbuch in Gespräche mit Satz 2 wird sehr ausführlich erklärt, wie Gedanken Materie erschaffen über Koordinationspunkte im Raum und wie diese durch Intensität angesteuert werden können. Und es gibt ein sehr detailliertes Verständnis und ich kann nur berichten, dass ich schon erlebt habe, wie Materialisierungen von Insekten zum Beispiel vor meinen Augen stattgefunden haben, aus dem höheren Raum heraus. Und je mehr man sich daran gewohnt, dass man Fähigkeiten hat, wie in Träumen auch, umso flexibler wird unser Bewusstsein und genau darum geht's und genau das ist auch, was Ayahuasca auslöst. Es bringt dich aus, es wäscht alle Geschichte von dir ab, alles wäscht alles so rein, dass du so flexibel und wie eine Zellmembran, du wirst osmotisch durchlässig.
Und darum geht's, dass wir eben nicht festhalten an Mustern und an Sachen von, das ist jetzt so und das kann man nicht ändern. Sondern maximal wandelbar mit dem höheren Bewusstsein von Kunst und Liebe erfüllt, dass es einfach maximale Schönheit ausstrahlt, was du bist, was du wirkst und wie dein Leben sich gestaltet. Hier geht es um die Arbeit mit der Vorstellungskraft. Und er schreibt, eine solche Arbeit mit der Vorstellungskraft dient als Auslöser, um Informationen von anderen Ebenen deiner größeren Realität zu erhalten und sie auf das bestimmte Problem zu konzentrieren. Es wird dann in für deine eigene Erfahrung verständlichen Begriffen erscheinen. All unsere Realität um uns ist nur Symbolik. Indem du vor dem Schlaf suggerierst, dass dir Lösungen für Probleme gegeben werden, beginnst du automatisch dein Traumwissen in größerem Umfang zu nutzen und öffnest die Türen zu deiner größeren Kreativität. Hier auch Tipp zu klaren Träumen, Kalea, Traumkraut. Man kocht draußen einen Tee, der ultra bitter ist, trinkt ihn 2 Stunden vorm Schlafengehen und man hat mit hoher Wahrscheinlichkeit in der gleichen Nacht noch einen Klartraum. Man kann Kalea auch sehr gut rauchen oder vaporisieren. Schmeckt sehr angenehm und ist ein toller Tabakersatz auch, der nicht süchtig macht. Und ebenso, was auch toll ist, ist die afrikanische Traumwurzel. Auf der kaut man rum und die Träume werden um einige stärker und bedeutungsvoller. Viele der mächtigen Aspekte des Bewusstseins wirken gerade dann, wenn es dir scheint, dass du relativ unbewusst bist und in der materiellen Realität schläfst. Es wäre unmöglich für dich, mit der großen Menge an verfügbarem Material im Kontext der Zeit fertig zu werden, wie du sie gegenwärtig erlebst. Im Schlaf schwankt dein Bewusstsein zwischen Intensitätsbereichen, die buchstäblich in die Materie hinein und aus ihr herausfließen. Und diese gruppieren und formen aus mehr plastischen Prämateriestufen eine Form, die dann letztendlich die Form in unserer Welt annehmen wird. Du hast in dir, was du dir vorstellen kannst, als eine Reihe von Blaupausen für die besondere Art von physischer Realität, die du materialisieren willst. Du bist der Architekt. Fordere die Antwort auf egal welches Problem und sie wird dir gegeben. Aber du musst dir selbst vertrauen und lernen, deine eigenen Träume zu interpretieren. Die Arbeit mit deinen Träumen wird deine intuitiven Fähigkeiten wecken und dir das Wissen geben, das du brauchst. Und ich füge hinzu, wenn Seth über Träume spricht, kann man dies auch 1:1 in DMT und Ayahuasca-Erfahrungen abbilden. Liebe ist ein großer Antrieb für Aktion und funktionalisiert Dynamos von Energie. Selbststolz ist die liebevolle Anerkennung deiner eigenen Integrität und deines Wertes. Wahre Demut basiert auf dieser liebevollen Achtsamkeit mit dir selbst und auf der Erkenntnis, dass du in einem Universum lebst, in dem auch alle anderen Wesen diese unleugbare Individualität und diesen Selbstwert besitzen. Indem du dich selbst akzeptierst und freudig das bist, was du bist, erfüllst du deine eigenen Fähigkeiten und deine einfache Präsenz kann andere glücklich machen. Du bist er, ist gleich Gott, der sich als du manifestiert. Und hier ein Hammer-Zitat. Menschen, die die materiellen Beweise von Kriegen bewusst ignorieren und absichtlich Gedanken des Friedens denken, werden triumphieren. Jeder, der sich wünscht, dass es keinen Krieg mehr gibt, kann es mit genügend großer Gedankenintensität umsetzen. Und das bedeutet auch, dass du in deinem Facebook-Stream
Leute und Botschaften ausblendest, die dir die Bilder vermitteln von der Welt, wie sie gar nicht ist, weil du erschaffst deine Realität. Es gibt Bilder und Videos zu allem. Und drum entweder den Facebook-Stream gleich ausblenden oder sich nur mit denen anfreunden, die stell dir vor, nur positive Nachrichten zu lesen. Das ist absolut möglich. Und das betrifft auch die Freunde und den Menschen, mit denen du zu tun hast. Jeder, der dir von einer sterbenden Welt erzählen will, in der ein schlimmer ist wie das andere, der ist nicht auf der Stufe. Das ist nichts, womit du dich umgeben möchtest. Das braucht es einfach nicht. Das, jeder findet seinen Weg auf eine Art und Weise, du kannst es mitteilen, aber du bist nicht gezwungen, dich diesen Dauer-Negativbotschaften auszusetzen. Und damit völlig klar, dass jede Art von öffentlichen Medien in dem Schöpferdasein einfach nichts mehr verloren hat. Es gibt eine fantastische Korrelation zwischen saisonalen Schwankungen und der Länge von Gedanken, die niemand vermutet. Gedanken ziehen Spuren auf inneren Ebenen. Du könntest Diagramme deiner Gedanken machen und sie würden mit den jahreszeitlichen Veränderungen der Gezeiten und der Mondphasen übereinstimmen. Viele Dinge, die draußen zu sein scheinen, sind nur die Manifestationen eurer körperlichen Rhythmen. Und hier geht es um Affirmationen, also Bestätigung, die wichtig ist, dass du mental anfängst, dich selbst zu programmieren. Die Affirmation bezieht sich auf Transzendenz, in der eine Person für eine Zeit ihre Realität in Materie bestätigt und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit von ihr feststellt. Und erkenne, dass beide Bedingungen gleichzeitig existieren. Du bist unabhängig von Fleisch und Materie. Alles ist alles eins. Wenn du dir dessen bewusst wirst, beginnst du mit bewussten Entscheidungen und Möglichkeiten. Affirmation beinhaltet immer die Anerkennung deiner Macht in der Gegenwart. Affirmation ist also das Erkennen deiner Fähigkeit, als Geist im Fleisch, die materielle Realität deiner Kreatur zu bilden. Jetzt kannst du deine Gegenwart verändern, indem du die Vergangenheit veränderst. Oder du kannst deine Gegenwart von der Zukunft aus verändern. Viele Menschen haben ihr gegenwärtiges Verhalten als Antwort auf die Ratschläge eines zukünftigen, wahrscheinlichen Selbst schon mal geändert, ohne es je gewusst zu haben. Mit anderen Worten, das Selbst, das du in die Zukunft projizierst, sendet dir Ermutigung aus einer wahrscheinlichen Realität, die du noch erschaffen kannst. Das fokussierte Selbst operiert von seiner Gegenwart. Die frühe Bestätigung deines Selbst, das in die Zukunft projiziert wird, macht dies möglich. Genauso kann die Akzeptanz deiner Selbst und deiner eigenen Integrität jederzeit deine Vergangenheit und deine Zukunft verändern. All diese Dinge können nicht oft genug wiederholt werden, bis es in jeder Gewohnheit, jeder Mini-Denk- und Handlungsweise von dir installiert ist, jedem Aha. Und das braucht Zeit. Drum, ich höre mir selber das gleiche Hörbuch in Englisch. Ich bevorzuge die englische Sprache, die läuft bei mir inzwischen flüssiger. Dieses Lied liebe ich absolut wieder und wieder zu hören, oft zur Einstimmung, bevor ich in Ayahuasca-Zeremonien gehe. Und dann fühle ich so eine Kraft und Macht und hocke genau in der Mitte dieses multidimensionalen Raumschiffs und bin Schöpfer, Göttin von allem und es ist nur noch wundervoll, wie sprudelt. Und das ist genau die Aktivierungsenergie. Und darum wird hier der gleiche Inhalt öfter mal wiederholt und mit vielen Worten von verschiedenen Perspektiven. Und dennoch kompakt, so spart man sich echt 5 Bücher, die mindestens da zusammengefasst sind und tausende Seiten, die in den 70er Jahren schon veröffentlicht wurden und nicht mehr im aktiven Bewusstsein sind, bis jemand kommt, der es auf eine Art und Weise recht attraktiv rüberbringt, sodass man sich nur noch als abendliches Hörbuch installieren muss und zack sind wir exponentiell Lichtjahre weiter. Das Ganze braucht etwas Zeit und denk nie von dir, dass du noch nicht dafür bereit wärst. Das sind alles nur, du machst dir jegliche Schranke, machst du dir selber.
Und Seth sagt, setz meine Worte nicht höher als die Gefühle deines eigenen Seins. Du kannst viel von anderen lernen, aber das tiefste Wissen muss aus dir selbst kommen. Du erschaffst deine eigene Realität. Wo auch immer du reist und in welcher Dimension auch immer du dich befindest. Es ist sehr wichtig, dass du die wahre Unschuld aller Gefühle verstehst. Denn jedes Gefühl, wenn es zugelassen und ihm gefolgt wird, führt dich in die Realität der Liebe. Es gibt nichts in dir zu fürchten. Und hier Erinnerung, Fear, der englische Ausdruck für Angst, F-E-A-R, ist die Abkürzung für Feel Excited and Ready. My life is mine and I form it. Auf Deutsch, mein Leben gehört mir und ich forme es. Sagt ihr das oft? Es gibt keine Bedingung, die du nicht ändern kannst. Außer einer, unbestreitbar, physisch bei der Geburt akzeptiert. Die Bedingung, dass du geboren wurdest. Doch alles andere lässt sich ändern. Bewusstsein ist nicht an Materie gebunden. Wir werden diesen Durchbruch erleben. Und ich freue mich so sehr drauf. Und dann gehst du den Weg der Erleuchtung, was wörtlich heißt, nicht davon zu reden, erleuchtet zu sein, sondern am Ende ist es der Zustand, dass du transparent wirst, dass du völlig durchleuchtet wirst, das ganze Spektrum bist und alle Dimensionen und Realitäten aus dir selbst erschaffst. Und das nicht als Vorstellung, sondern als Bild gewaltige Welten. Doch eben bewusst. Das wird nicht zufällig passieren. Das ist der Punkt der Evolution. Gott entwickelt sich nicht zufällig. Du bist dieser Gott. Und du weißt es dann. Und du weißt, wie du es kontrollieren kannst. Und wie Schöpfung durch Intensität und Verspieltheit und Freude und all diese angeregten Zustände entsteht. Du bist es gewohnt, den einzelnen Gedanken zu denken. So denkst du an Ereignisse, die du als vollständige Dinge oder Handlungen kennst, ohne zu erkennen, dass das, was du wahrnimmst, nur ein Bruchteil ihrer gesamten multidimensionalen Existenz ist. Es ist im Grunde unmöglich, das du kennst, von den wahrscheinlichen Dus zu trennen, von denen du aus den gleichen Gründen nichts weißt. Es gibt jedoch immer innere Pfade, die zwischen wahrscheinlichen Ereignissen laufen. Da alles Manifestationen von Handlungen in ihrem Werden sind. Du bist auch in einem Zustand des Werdens. Wie ich oft sage, existiert die Zeit, wie du denkst, nicht. Doch mit deinen Begriffen kann man die wahre Natur verstehen, wenn die grundlegende Natur des Atoms klar wird. In einer Hinsicht kann man ein Atom mit einer Mikrosekunde vergleichen. Es scheint, als ob ein Atom für eine gewisse Zeit stetig existiert. Stattdessen blendet es seine Phase sozusagen ein und aus. Es schwankt in einem sehr vorhersehbaren Muster und Rhythmus. Es kann innerhalb eures Systems nur an bestimmten Punkten innerhalb dieser Fluktuation wahrgenommen werden. So scheint es für Wissenschaftler, dass das Atom ständig präsent ist. Doch es ist in Wahrheit ein Puls. Alles pulsiert. Und das sehr, sehr schnell. Das ist auch, was man in Salve Divinorum sieht, wo alles 100.000 Mal aus sich selbst heraus aufgebaut wird und pulsiert. Den Wissenschaftlern sind keine Absenzzeiten, also Abwesenheitszeiten, für das Atom bekannt. In diesen Perioden der nicht-materiellen Projektion, den Off-Perioden der Fluktuation, erscheinen die Atome in einem anderen System der Realität. In diesem System werden sie als Anpunkte der Fluktuation wahrgenommen. Und in diesem System erscheinen die Atome auch stetig. Es gibt viele dieser Punkte der Fluktuation. Aber euer System ist sich natürlich nicht dessen bewusst. Noch die ultimativen Handlungsuniversen und Systeme, die mit ihnen existieren. Jetzt tritt die gleiche Art von Verhalten auf einer tiefen, grundlegenden, geheimen und unerforschten psychologischen Ebene auf. Das heißt, deine Psyche, du,
pulsierst und wechselst jederzeit in alle Dimensionen und gleichzeitig. Du kannst es nur noch nicht wahrnehmen. Du, wie wirst es wahrnehmen können, sobald dein körpereigener multidimensionaler Neurotransmitter sich öffnet und die Zirbeldrüse dein erstes Auge ihn produziert. Und du kannst hohe Mengen davon produzieren. Das ist, wo die Evolution hingeht. Das materiell orientierte Bewusstsein, das auf eine Phase der Aktivität des Atoms reagiert, ist lebendig und wach für seine spezielle Existenz. Doch dazwischen liegen andere Schwankungen, in denen das Bewusstsein auf ganz andere Systeme der Realität fokussiert ist. Jedes von diesen Systemen wacht auf und reagiert, und jedes hat kein Gefühl einer Abwesenheit und erinnert sich nur an die speziellen Fluktuationen, auf die es reagiert, auf die es eingestellt ist. Wir sind individualisierte Teile von Energie, die in der physischen Existenz materialisiert sind, um Ideen aus Energie zu formen und sie zu materialisieren. Das ist Ideenkonstruktion. Wir lernen, indem wir unsere eigenen Kreationen betrachten. Und nun betrachte diese ganze Welt als Kreation deines Bewusstseins. Und sieh, was du daraus lernen kannst. Wir lernen die Macht und Wirkung von Ideen, indem wir sie in materielle Realitäten verwandeln und lernen Verantwortung im Umgang mit kreativer Energie. Die Entität ist das grundlegende Selbst, unsterblich, nicht materiell. Es kommuniziert auf energetischer Ebene mit anderen Entitäten und verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Energiezufuhr. Und hier ein weiterer Perspektivenwechsel bezüglich unserer Sinne. Der Mund erschafft Worte, die Ohren erschaffen Klang. Die Schwierigkeit, dieses Prinzip zu verstehen, liegt darin begründet, dass wir es für selbstverständlich gehalten haben, dass Bild und Ton bereits vor uns existieren, damit die Sinne diese dann interpretieren können. Tatsächlich sind die Sinne die Kanäle der Schöpfung, durch die die Idee in den materiellen Ausdruck projiziert wird. Das heißt, unsere Sinne erschaffen Ton, Bild, Form. Es ist nicht, dass es vorher schon da war. Wenn du also deine Sinne verschließt und ausblendest, dann kannst du in anderen Dimensionen erschaffen. Die Intensität eines Gedankens oder eines Bildes bestimmt weitgehend die Unmittelbarkeit seiner physischen Materialisierung. Es ist die Intensität. Es gibt kein Objekt um dich, das du nicht geschaffen hast. Es gibt nichts in deinem eigenen körperlichen Aussehen, das du nicht gemacht hast. Deine materielle Umgebung ist genauso ein Teil von dir wie dein Körper. Deine Kontrolle darüber ist sehr effektiv, denn du erschaffst sie genauso spielend wie deine Fingerspitze. Objekte sind aus dem gleichen Pseudomaterial zusammengesetzt, das von deinem eigenen physischen Bild ausgestrahlt wird. Nur die höhere Intensität der Masse ist anders. Schau dir die Bilder an, die du mit deiner Fantasie malst. Deine Umgebung und die Bedingungen deines Lebens sind zu jeder Zeit das direkte Ergebnis deiner eigenen inneren Erwartungen. Du erschaffst auch deine eigenen Schwierigkeiten. Dies gilt für jedes Individuum. Der innere psychologische Zustand wird nach außen projiziert und gewinnt physische Realität. Und dies ungeachtet der Natur des psychologischen Zustands. Die Regeln gelten für alle. Du kannst sie zu deinem Vorteil nutzen und deine eigenen Bedingungen ändern, sobald du erkennst, was diese sind. Über das Higher Self, das größere Selbst. Er sagt, wenn du dich selbst schlecht erkennst, dann sagst du, ich bin ein physischer, also materieller Organismus und lebe innerhalb der Grenzen meiner Umwelt. Wenn du dich aber gut erkennst, dann wirst du sagen, ich bin ein Individuum. Ich forme meine physische Umgebung. Ich ändere und erschaffe meine Welt. Ich bin frei von Raum und Zeit.
Ich bin Teil von allem, was ist. Es gibt keinen Raum in mir, wo Kreativität nicht existiert. Das Ego kann mit der Rinde eines Baums verglichen werden. Die Rinde ist flexibel, lebendig und wächst mit dem Wachstum darunter. Die Rinde ist der Kontakt des Baums mit der Außenwelt, wie ein Dolmetscher. Und sie ist zu einem gewissen Grad der Begleiter des Baums. So sollte auch das Ego des Menschen sein. Wenn sich das Ego stattdessen in eine harte Schale verwandelt, wenn es äußere Bedingungen nicht interpretiert und heftig auf sie reagiert, dann verhärtet es sich und wird zu einer gefangenen Form, die wichtige Daten auslöscht. Der Zweck des Egos ist schützend. Das Ego ist auch ein Gerät, das es dem inneren Selbst ermöglicht, die materielle Ebene zu bewohnen. Und wenn das Ego stirbt und aufgelöst wird, dann bist du nicht mehr auf irgendeiner materiellen Ebene. Die Erfahrung einer Dematerialisierung ist absolut tief. Und in Tief Ayahuasca, als auch Salvia Divinorum, als auch natürlich Träumen und Meditation möglich. Das Ego sollte nicht so gewaltsam reagieren, dass es sich an vergangene Stürme inmitten eines klaren und sonnigen Wetters erinnert. Und hier geht's über psychologische Zeit. Seth sagt, innerhalb einer vorgegebenen Zeit von zum Beispiel 5 Minuten kannst du eine Ruhepause finden, die unabhängig von der Zeit ist. Traumorte bestehen aus elektrischer Masse, Dichte und Intensität. Definitive Arbeit kann im Traum erledigt werden, aber die physischen Arme und Beine werden nicht müde. Dies scheint euren bekannten Gesetzen zu widersprechen, aber niemand hat das untersucht. Es ist schwierig, auf die myriadenfache Komplexität und Dimensionalität der elektromagnetischen Aktualität hinzuweisen, wie sie existiert. Jeder deiner Gedanken besteht aus einer einzigartigen Intensität von Impuls, welcher von nichts anderem geteilt wird. Und wenn ich sage, dass das für jeden Traum, den du in deinem Leben haben wirst, genauso gilt, und dass all deine Erfahrungen in bestimmten Intensitätsbereichen zusammentreffen, in speziellen Bandbreiten von Intensität, wiederum völlig einzigartig. Und die Summe von allem, was du bist, existiert in einem Minutenbereich oder Band von Intensitäten, dann siehst du, wie schwierig es ist, dies in Worten zu erklären. Diese myriadenfache Komplexität und Dimensionalität der elektromagnetischen Aktualität des Bewusstseins. Jede Bewegung ist eine mentale oder psychische Bewegung. Und jede mentale oder psychische Bewegung hat ihre elektrische Realität. Das innere Selbst bewegt sich, indem es sich durch die Intensität bewegt. Deine Erinnerung ist übrigens auch in Intensität gespeichert. Darum kommt dir ein Ereignis vor 20 Jahren wie gestern vor, wenn du mit strahlenden Augen davon berichtest, weil es in Intensität kategorisiert ist und so greift unser Bewusstsein darauf zu. Jede neue Erfahrung eröffnet eine neue Pulsationsintensität. Sich durch die Intensitäten innerhalb des elektrischen Systems zu bewegen, ergibt eine Bewegung im physikalischen Feld durch die Zeit. Wir bewegen uns tatsächlich durch Intensität im elektrischen System, wie die Nerven in deinem Gehirn. Seine gesamte elektromagnetische Informationsveränderung geschieht 100.000 Mal pro Zeiteinheit. Und damit steuert es die unbewussten Körperfunktionen. Und das gleiche gilt für deine Existenz in Bezug auf die höhere Entität, die du bist. Davon bist du praktisch eine noch unbewusste Körperfunktion. Und das ist, wie du dafür arbeitest. Alle Versionen und Möglichkeiten jedes Ereignisses müssen in der grenzenlosen Multiplikation der Kreativität aktualisiert werden. Jeder einzelne Moment in der physischen Zeit ist eine Verwerfung, die sich in andere Dimensionen der Wirklichkeit öffnet. Und ein Moment kann als Durchgang oder als Brücke benutzt werden.
Der Akt des Kreuzens wird sich in 1 Million anderer Welten widerspiegeln. Aber diese Reflexionen werden selbst lebendig sein. Und der Akt der Wahrnehmung selbst wird noch einen weiteren Strudel der Aktualisierung erschaffen. Begib dich fantasievoll in eine Welt, in der du nicht die kleine nächste Aktion durchführen wirst, die du in dieser Welt getan hättest. Huste, lächle, niese. In einer anderen Wirklichkeit sind deine Handlungen Nichthandlungen. Und deine Nichthandlungen werden realisiert. Das geht tief. In einer anderen Wirklichkeit sind deine Handlungen Nichthandlungen. Und deine Nichthandlungen werden realisiert. Die Entwicklung der inneren Sinne ist eine Methode, andere Realitäten wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Das Ego wird dadurch nicht nur stärker, sondern auch flexibler. Ja, viel flexibler. Das Ego kann sich durch das Wissen ändern, dass es die Oberflächenspannung ist. Diese Haut, die die wahrgenommene Realität erzeugt. Teile des Selbst nehmen die physische Realität auf völlig andere Weise wahr. Frei von der Tyrannei von Objekten und der materiellen Form. Hier erlebst du Erlebniskonzepte direkt, ohne die Notwendigkeit von Symbolen. Alles, was dich umgibt, sind Symbole. Und du brauchst diese nicht notwendigerweise in Dimensionen und Realitäten, die auch nicht notwendigerweise materiell sind. Seth sagt, physische Realitäten, wie wir sie kennen, sind nicht die Norm, auch wenn wir meinen. Das wäre die Norm. Zeit und Raum sind Teil von etwas anderem. Sie sind nur die Tarnmuster, durch die du die Realität wahrnimmst. Zeit und Raum sind Tarnung. Der Raum, wie du ihn im Traumzustand wahrnimmst, kommt der Realität viel näher. Das Traumuniversum ist offensichtlich eng mit dem eigenen verbunden. Da Pseudo-Objekte vorhanden sind. Wahre Bewegung hat nichts mit Raum zu tun. Die einzig wirkliche Bewegung ist die des reisenden Bewusstseins. Realitätsschöpfung. Wie es dir vorher schon gesagt wurde, hast du die Gaben der Götter erhalten. Deine Überzeugungen werden Wirklichkeit. Was du glaubst, ist und wird in deiner Erfahrung wahr. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben, auf den das nicht zutrifft. Spontanität. Seth sagt, die einzige Konstante dieses multidimensionalen Lebens ist Spontanität. In grundlegenden Begriffen ist die Zivilisation abhängig von Spontanität und Erfüllung des Individuums. Eure Zivilisation befindet sich in traurigen Wegen. Nicht, weil Spontanität und Erfüllung erlaubt ist, sondern weil ihr sie verweigert. Und dem ist wirklich so, wir haben einen Zeitplan, der jede Art von Spontanität verhindert. Man muss von 8 bis 5 Uhr in der Arbeit sein und dann muss man zu einem Geschäft fahren und dann muss man dies und das tun und auf diese und jene Weise gesellschaftlich reagieren. Alles unnötige gesellschaftliche Muster. Mach was Unerwartetes. Verhalte dich, als ob dein Leben ein Film wäre. Dann würdest du dich maximal unerwartet und spontan verhalten. Impuls und Instinkt. Und hier Textausschnitte von einem sogenannten Future Seth, einem zukünftigen Seth. Ein Charakter hinter dem Charakter, der hier spricht. Und dieser teilt mit: Über meinem Selbst ist ein anderes Selbst. Und dahinter noch ein anderes Selbst, dessen ich bewusst bin. Und dieses Selbst sagt dir, dass es eine Realität jenseits der menschlichen Realität und Erfahrung gibt, die nicht in Worten ausgedrückt oder übersetzt werden kann. Und für dieses Selbst ist die materielle Realität wie ein warmer Atem, der sich in der Winterluft bildet. Future Seth spricht über die Art und den Zweck der Kommunikation. Namen sind willkürlich und wir verwenden sie hauptsächlich für unsere Bequemlichkeit. Seths Name oder meiner ist nicht wichtig. Individualität ist wichtig und geht weiter, als du es vermutest.
Seth lernt, so wie ich es tue. Andere Teile von mir sind anderswo lokalisiert, denn ich bin mir meiner Existenz in anderen Dimensionen bewusst und behalte sie im Auge und direkt in meinen vielen Selbst. Und von dieser Erfahrung kann ich auch berichten. In der 7D-Ayahuasca-Erfahrung fühlst du dich buchstäblich tausendfach aufgeteilt und du erfährst dich in vielen parallelen Wirklichkeiten, in Welten und Realitäten. Du fühlst die Essenz dessen, was deine vielen Selbst sind. Wie die Ätherik, wenn man Pflanzen extrahiert und in diesem einen Tropfen die ganze Seele der Pflanze steckt. Und so hast du multidimensional ein ganzes Duft- und Klang- und Seinskonzert von vielen deiner Ichs und Seelen, die auf einmal zugreifbar sind und bildlich visuell Verständnis, das überspringt jegliche Art von unserer linearen Sprache und wo Worte im Hyperraum binden, nur nutzt es dieses lineare Verständnis nicht. Und später, wenn wir aufsteigen, wenn wir diese Worte, Wortwelten, die verschiedenen Sprachen auch nicht mehr brauchen. Wir sind dann Telepathen. Ja, und man spürt in diesem einen Moment, in dem alle Erkenntnis liegt, wie all diese vielen Selbst entsprechend ihrer Wirkung handeln, entsprechend ihres Impulses und ihres Gedeihens. Weiter im Text. So ist dieser zukünftige Seth, Future Seth, sich bewusst über Seth und gleichzeitig über all seine Selbst in vielen Realitäten. Und er spricht, wir sind Seth. Und wann immer wir gesprochen haben, sind wir als Seth bekannt. Unsere Entitäten bestehen aus vielen Selbsten mit ihren eigenen Identitäten, von denen viele in diesem Namen gearbeitet haben. Ihre Botschaft wird im Wesentlichen immer die gleiche sein. Das physische, das materielle Leben ist nicht die Regel. Bewusstsein ist die Kraft hinter der Materie und es bildet viele andere Wirklichkeiten neben der materiellen. Die Quelle und Kraft deines gegenwärtigen Bewusstseins war niemals materiell. Und wo ich bin, sind sich viele gar nicht bewusst, dass solche materiellen Wirklichkeiten existieren. Deine Realität ist ein Trainingssystem für das physische Bewusstsein. Bevor man in umfassendere und offenere Realitätssysteme eindringen kann, muss man erst lernen, mit Energie umzugehen und durch physische Materialisierung das konkrete Ergebnis von Gedanken und Emotionen zu sehen. Wenn du das physische, also materielle System nach Reinkarnationen verlässt, dann hast du die Lektion gelernt. Und du bist buchstäblich kein Mitglied der menschlichen Rasse mehr. Denn du hast dich entschieden, es zu verlassen. In fortgeschritteneren Systemen werden Gedanken und Emotionen automatisch und unmittelbar in Aktion umgesetzt. In welche Annäherung von Materie auch immer existiert. Deshalb muss die Lektion gut gelehrt und gelernt werden. Die Verantwortung für die Schöpfung muss klar verstanden werden. Es ist nicht so, dass man lernen muss, nicht zu zerstören, denn Zerstörung existiert eigentlich nicht. Du musst trainiert werden, Verantwortung zu übernehmen. Die Kontrolle, das Mitgefühl, das schließlich erweckt wird. Und diese letzte und finale Lektion. Das positive Verlangen nach Kreativität und Liebe über Zerstörung und Hass. Wenn dies gelernt ist, ist der Zyklus beendet. So mächtige Worte. Nachdem du dieses Material installiert hast, kannst du sagen, das war's. Die Lehrer in euren Systemen sind jene innerhalb der letzten Inkarnation und jene, die das System verlassen haben und denen zugeteilt wurden, denen zu helfen, die noch in ihm sind. Die Menschheit träumt denselben Traum auf einmal. Und du hast eine Massenwelt. Die gesamte Konstruktion ist wie ein pädagogisches Spiel, in dem du sowohl Produzent als auch der Schauspieler bist. Es gibt ein Spiel innerhalb eines Spiels innerhalb eines Spiels. There is no end to the within of things.
Es gibt kein Ende für das Innerhalb von Dingen. Der Träumer träumt und der Träumer in den Träumen träumt. Aber die Träume sind nicht bedeutungslos und die Handlungen in ihnen sind bedeutungsvoll. Wenn eine Person stirbt, nachdem sie ihren eigenen Tod gewählt hat, denn niemand stirbt, ohne es nicht entschieden zu haben, auch wenn nicht bewusst, dann musst du dieser Person sagen, dass sie frei ist zu gehen und dass du ihr freudig ihre Freiheit gibst. Lass sie wissen, dass sie nicht in der Nähe bleiben muss, weil du erkennst, dass ihr wieder vereint sein werdet. Wenn du wissen willst, was du von dir denkst, dann frag dich, was du über andere denkst. Und du wirst die anderen in dir finden. Die Erkenntnis der Wahrheit über das Selbst bedeutet einfach, dass du zuerst bewusst herausfinden musst, was du über dich selbst denkst. Du bist unabhängig von deinen Gedanken und Emotionen. Du benutzt deine Gedanken und Emotionen in der mentalen Zusammensetzung. Du musst lernen, deiner eigenen spontanen Natur zu vertrauen. Führ ein Leben in dem Glauben, dass deine Absicht erfüllt ist und sich erfüllen wird. Durch unsere Träume verändern wir die physische Realität und unsere tägliche körperliche Erfahrung verändert unsere Traumerfahrung. Das Traumuniversum besitzt Konzepte, die eines Tages die materielle Welt vollständig verändern werden. Das Ego ist in der Traumwirklichkeit nicht wirklich vorhanden. Das Wachbewusstsein ist nicht das Ego. Das Ego ist nur der Teil des Wachbewusstseins, der sich mit physischer Manipulation beschäftigt. Das Wachbewusstsein kann in den Traumzustand gebracht werden, aber das Ego kann es nicht, da es schwanken und dort scheitern würde. Die Vergangenheit ist selten, an was du dich erinnerst. Denn du hast sie bereits vom Augenblick eines gegebenen Ereignisses neu geordnet. Die Vergangenheit wird von jedem Einzelnen ständig neu erschaffen, während sich Einstellungen und Vorstellungen ändern. Dies ist eine wirkliche Neuerschaffung, keine symbolische. Das Kind ist zwar noch in dem Menschen, aber es ist nicht das Kind, das es war. Denn selbst das Kind im Menschen verändert sich ständig. Schwierigkeiten treten auf, wenn solche Änderungen nicht automatisch passieren. Schwere Neurosen werden oft genau dann verursacht, wenn ein Individuum seine Vergangenheit nicht verändert hat. Die zukünftigen Handlungen eines Individuums hängen nicht von einer konkreten, abgeschlossenen Vergangenheit ab, denn eine solche Vergangenheit gab es nie. Es gibt einen Teil von dir, der nicht in der physischen Realität eingeschlossen ist. Und dieser Teil von dir weiß, es gibt nur ein ewiges Jetzt. So wirst du sehen, dass die physische Zeit so traumhaft ist, wie du es einst für die innere Zeit gehalten hast. Du wirst dein ganzes Selbst entdecken, gleichzeitig nach innen und außen schauen und feststellen, dass alle Zeit nur einmal ist und alle Trennungen Illusion sind. Und hiermit ist das die Übersetzung dieses Best-of wichtigsten Materials ever beendet. Das wiederum in der, man kann es in der Vollversion hören. Das ist auch eine gekürzte Variante aus 4 Hörbüchern, die wiederum aus dem Ausgangsmaterial entstanden sind im Englischen. Die gesamte Übersetzung wird es nicht geben, weil hier ist es bereits ja, das Wichtigste erfasst. Das kann man jetzt wirken lassen und ja, von dem Punkt aus anfangen. Alles umzugestalten. Ja, und hier noch Tipp zur Vorbereitung für den Sprung ist kollodiales Gold. Das erhöht die göttliche Frequenz in uns, erleichtert und heilt. Gibt's auf eBay. Jeder wird genau richtig und wichtig sein. Holding space for the vision. Gib der Möglichkeit einfach nur Raum. Nichts ist unmöglich. Das Selbst ist unbegrenzt. Nach der Geburt sind wir dann alle bewusst. Telepathen. Und erschaffen mit vollem Bewusstsein die Realität um uns. Golden Age of Gaia. Und hier kommt noch ein musikalischer Quertipp.
zu was, was man so noch nie gehört hat, heißt Ikaros. Und das ist ganz tief. Das ist nämlich die Sprache, die aus, und die Gesänge, die aus Ayahuasca und den Meisterpflanzen kommen. Und ich werde als Ausklang ein beispielhaftes Ikaros reinschneiden und man findet auf YouTube mehrere davon. Und dafür ist gut, sich getrennt Raum zu nehmen. Die klingen sehr anders als alles, was man sonst so gehört hat. Und dennoch erfüllen sie den Raum und beschreiben alle Hyperraummechanik. Ikaros-Gesänge findet man in YouTube und eine Aufnahme heißt Ikaros Magical Songs During Ayahuasca Ceremony. Und dort erkenne ich die Stimme von Inka Nima wieder. Und Inka Nima, siehe www.schoolofmysteries.com. Inka Nima ist vom Shibibo-Stamm, der von seinen Vorfahren die höchste Kunst und Bewusstsein der Meisterpflanzen übertragen bekam. Sehr mächtig, wenn er Ikaros singt. Ich war auf einer schamanischen Zeremonie mit ihm. Und das war auch sehr wichtig, das zu installieren, weil damit hat man die ganzen Pflanzen des Amazonas in sich und kann sich sparen, da noch jahrelang vor Forschungsreisen zu gehen, weil in den Ikaros alles drinsteckt. Jeder kann Ikaros fühlen und wissen und singen lernen. Es erzählt Hyperraummechaniken, Schöpfer-Klanglinguistik und multidimensionale Vorgänge. Zwischen die Klänge passen keine Gedanken. Während der Zeremonie ist man in telepathischen, bildgewaltigen Welten und Visionen. Die Gesänge sind außerdem tief heilend und magisch. Joro joro bai hi, joro joro bai hi. Ha so ti samame, ha po so samame, po ko ta ni bu bu. Ratu maya ni bu bu, ratu kano ni bu bu. Hai no wa po bu bu, yotma ni bu kano bu. Wosu ni bu kano bu, raku ni bu kano bu. Joro joro bai hi, bija bija bai hi. Joro bai hi. China ratu ratu ya, China ratu ratu ya, China ratu ratu ya. No more to be, China no more to be. Itai China bo, tai ni bo bo, itai kanu bo. Bija agu bai ni, agu bai. Shon no ko naga no ko na, watu imi to no na, watu imi na no dai. Vinga ya da, jini no ro wa du da, goji no ki. Ni 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 ni
Thank you.
Oh.